Dieser Film galt als spektakulär. Selten war ein Film so nah an der Prostitution. This bus is your place. What you make out of it is your business. Wie hat die Regisseurin das geschafft? Ich fühle mich da so ein bisschen hintergangen und verarscht. Das stimmt alles von vorne bis hinten nicht. Diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, ist eine viel authentische Realität. Wie es zu einer großen Täuschung kam. Es gibt ja einen Dokumentarfilm, der hat zuletzt alle Preise abgeräumt. Der Film heißt Lovemobil. Er hat den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen und ist aktuell für den Grimme-Preis nominiert. Der Film gilt als spektakulär, weil er sehr, sehr nah an Protagonisten kommt und uns in eine Welt eintauchen lässt, zu der wir sonst gar keinen Zugang haben. Es geht um Prostitution, und zwar unter besonders schlimmen Umständen. In abgelegenen Wohnmobilen an einer Bundesstraße in Niedersachsen. Der Film zeigt die Lovemobil-Vermieterin Uschi. Wann bringst du mir meine Frau? Kommt die nicht? Man erlebt den Alltag der Prostituierten Rita, ihre Not, die Freier. I just want throwback and I'll give you 100. Okay. Der Film wurde vor allem gefeiert, weil er authentisch und bildstark zugleich war. Die Regisseurin Elke Lehrenkraus gab viele Interviews. Darin betonte sie immer wieder das Dokumentarische. Es hat auch 3 Jahre gedauert, bis wir wirklich das Material zusammen hatten. We didn't have a script or anything. No, not at all. It's not possible. I mean, they are not actors or anything. It's a documentary. Und deshalb liebe ich den Dokumentarfilm, weil man eben auf Menschen trifft, die man sich eigentlich nicht ausdenken kann. Der Film wurde übrigens vom NDR mitproduziert. Das heißt, der NDR hat Geld gegeben, die Entstehung begleitet und den Film abgenommen. Wir von Steuerung F gehören auch zum NDR. Und ausgerechnet wir haben herausgefunden, fast nichts an diesem Dokumentarfilm Lovemobil ist echt. Dialoge und Szenen wurden nachgestellt, Prostituierte und Freier zum Teil von DarstellerInnen gespielt. Doch der Reihe nach. Alles begann mit einer E-Mail von einer Informantin. Und sie sprach von Manipulation im Dokumentarfilmbereich. Wir konnten zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich was damit anfangen, weil die E-Mail auch sehr allgemein gehalten war und sie auch keine Namen genannt hat. Irgendwann ist diese E-Mail dann bei mir gelandet. Ich erinnere mich beispielsweise an ein Treffen zwischen Regisseurin und Redakteur zu einer Rohschnittsichtung eines Dokumentarfilms, in dem viele Szenen gescriptet waren, teilweise mit DarstellerInnen. Die Anweisung an mich lautete: Wenn er fragt, ob alles echt ist, dann ist alles echt. Der Tatort war inszeniert, Blaulicht und der Abtransport einer verdeckten Fahrtrage gaben vor, dass sich hier unmittelbar ein Mord ereignet habe, den es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Ich hatte Lovemobil gesehen und die im Text beschriebene Szene kam mir irgendwie bekannt vor. In Lovemobil fährt die Vermieterin Uschi an einem Tatort vorbei. Eine Prostituierte soll in ihrem Wohnwagen ermordet worden sein. Eine sehr bedrückende Szene, gerade weil man denkt, sie sei echt. Ging es um diese Szene? Ich habe dann die Informantin angerufen und gefragt, ob sie eine Szene aus Lovemobil meint. Und sie war überrascht, aber hat gesagt, ja. Und dann ging alles ziemlich schnell. Wir informieren unsere Kolleginnen von der Dokumentarfilmabteilung. Die Regisseurin wird vom NDR aufgefordert, einen Fragenkatalog zum Film zu beantworten. Wir recherchieren weiter und fahren nach Berlin, wollen die Frau sprechen, die uns den Hinweis gegeben hat. Sie ist tatsächlich bereit, uns zu treffen. Es ist ein schwerer Schritt, denn sie wolle eigentlich ihre Branche nicht in Verruf bringen. Irem Schwarz hat an dem Film mitgeschnitten und dadurch Einblick ins Material. Also es gab 2 Szenen, die mich haben aufhorchen lassen. Die erste Szene, da geht es um, also da ist das Team in einer Bar. Da wird dann der Zuhälter interviewt. Und es geht darum, dass Elke von ihm etwas über einen Mord wissen möchte. Ja. Was willst du denn da wissen? Was siehst du? Und er antwortet nicht so richtig darauf. Und dann gibt es den Moment, wo sie dann sagt, naja, du kannst ja auch einen Mord erfinden. Sinngemäß, wir brauchen etwas für den Film. Eine Form von Dramaturgie. Das war so im Rohmaterial? Das war im Rohmaterial, ja. Mhm. Und im Film erzählt er dann das.
Da ist so ein blöder Kunde, der ist da auf eine Prostituierte losgegangen. Ne? Und jetzt war es. Ja klar passiert sowas ist das. So muss man mit leben. Jetzt live. Da berührt mich das. Na klar, ich habe die Frau kennengelernt. Ne? Ich habe sie schätzen zu kennengelernt. Ne? Wir haben Tür an Tür zusammen gewohnt. Ne? Aber ansonsten alles normal. Und dann gab es noch etwas, das ihrem komisch vorkam. Was interessant war, war die Figur von Rita, der Prostituierten aus Nigeria. Rita ist eine der Hauptfiguren des Films, mit einem besonders tragischen Schicksal. Vor ihrer Arbeit als Prostituierte im Love-Mobil sei sie übers Mittelmeer nach Europa geflüchtet. Leaving home was very hard. And then the fact that I had to come on a boat just made it a little harder. Because I'm very afraid of water. I can't swim. So most of the time I kept thinking, if anything should happen, I'm just, you know, this is how I'm going to die. Nobody around me, just all these strangers. Ich habe dann auch irgendwann eben dann intensiver ins Rohmaterial geguckt und da gab es dann etwas, wo ich mir gedacht habe, Moment, was passiert hier eigentlich? Es gab verschiedene Takes und wenn dann die Antwort quasi gefühlt im Wortlaut gleich ist und in der Emotionalität gleich bleibt und in dem, was gesagt wird, gleich bleibt, das ist nicht so, wie jemand antwortet, wenn man gefragt wird, also etwas über die eigene Biografie oder so. Und ich habe sie dann damit konfrontiert und gesagt, naja, aber jetzt, du kannst es mir ja sagen. Also ich meine, sie ist doch eine Schauspielerin, sie ist doch, na, so. Und dann hatte sie gesagt, nein, das ist sie nicht. Also du hattest ein Gefühl, dass mit Rita etwas nicht stimmt, aber Elke hat quasi gesagt, nein, Rita ist echt. Elke hat gesagt, sie sei einfach, sie wäre gut gecastet gewesen und wäre einfach so dieser Typ Mensch, der das so rüberbringen konnte. Das wäre aber wirklich sehr erstaunlich gewesen, wenn das so wäre. Irgendwann wollte der verantwortliche NDR-Redakteur den Schnitt sehen und kam dafür nach Berlin. Und ich war vorher da und die Ansage war an mich, wenn er denkt, das ist alles echt, dann ist das alles echt. Und wir haben diesen Film zusammen geguckt und er war sehr begeistert von dem Material und kann es ihm auch nicht verdenken. Also er ist da mitgegangen und ich habe gedacht, okay, vielleicht ab einem gewissen Punkt gibt es vielleicht eine Frage oder es gibt eine, das wird irgendwie aufgeklärt und das ist nicht passiert. Die Regisseurin habe nichts aufgeklärt, erinnert sie sich. Zu der Verantwortung des Redakteurs kommen wir später. Wir wollen mit Menschen reden, die in dem Film vorkommen. Was sagen sie selber? Was ist echt und was nicht? Unsere Kollegen Nino und Jonas fahren nach Gifhorn. Hier wurde der Film gedreht. Wir suchen Uschi. Sie soll irgendwo hier wohnen, in dieser Feriensiedlung. Das ist auch im Film zu sehen. Und wir fragen uns ja, wie genau lief dieser Film, diese Dreharbeiten, wie liefen die ab? Wie lief die Inszenierung? Und wenn das einer weiß, dann auf jeden Fall Uschi, weil sie ist ja eine der Hauptcharaktere in diesem Film. Und deswegen haben wir eine Menge Fragen an sie. Uschi vermietet im Film Laufmobile an Prostituierte. Im Film nimmt sie von Rita Geld dafür. Everything fine? Everything okay? Ist sie echt? Or would you like to talk to me a little bit? Sind diese Szenen echt? Im Film wohnt Uschi in einer Kleingartensiedlung. Uschi? Uschi, hallo. Moin, hier ist Nino Seidel vom NDR. Nicht erschrecken, nicht auflegen, hoffe ich.
Wo sind Sie denn gerade? Sind Sie jetzt in der Hauptstraße oder wo kann man Sie finden? Danke, bis gleich. Ciao. Ciao. Uschi ist umgezogen. Sie scheint nicht überrascht, dass wir mit ihr über den Film sprechen wollen. Sie ist stolz auf ihr Mitwirken. Aber ist die Rolle Uschi echt oder von der Regisseurin ausgedacht? Ich rauche hier drin nicht. Und wie steht sie dazu? Ich habe aufgehört zu rauchen. Wie viel Uschi original steckt in diesem Dokumentarfilm? Eigentlich alles. Alles. Auch, ich hatte auch bei ihr nicht das Gefühl, dass ich jetzt da irgendwas darstellen soll, was ich nicht bin. Weil das hätte ich auch nicht gemacht. Uschi hatte zu der Zeit tatsächliche Wohnmobile an Prostituierte vermietet. Doch die Regisseurin wollte vor allem mit den Prostituierten selbst drehen. Aber da gab es dann ein Problem. Bevor wir überhaupt zusammengekommen sind, ist sie ja schon rumgefahren. So. Und ich komme auf die Hunde zu meinen Frauen. Hey, du, so und so, da war eine, die will einen Film drehen. Wie soll ich, sollst du es machen? Mir doch egal. Ja, aber nicht mit mir. Ich kann nicht. Du weißt warum. Und von meinen Frauen hat sich halt eben auch keine filmen lassen. Das wollten die nicht. Und wenn die das nicht wollen, dann müssen wir das akzeptieren. Und weil die das nicht wollten? Wird sie wohl gesagt haben, ich guck und ich find jemanden, der das macht. So einfach ist es. So it's a long time ago. Uschi erzählt uns, dass die Prostituierte Rita aus dem Film nie dort gearbeitet hat. Sie ist eine Darstellerin. Angeblich habe Uschi das erst nach dem Dreh erfahren. Ist ihr aber auch egal. Uschi muss ja auch nicht entscheiden, ob das ein Dokumentarfilm oder Fiktion ist. Nein. Ich wusste nicht, dass sie Schauspielerin ist. Was ist dieser Film? Mehr eine Realitätsshow, wenn man so will. Etwas, was zur Realität gehört. Was zum Täglichen gehört. Aber auch ein bisschen Show. Hallo. Machen Sie keine Show? Wenn Sie was irgendwie von jemandem wissen wollen, was, möchte ich mal Ihr Gesicht sehen, dass Sie für eine Show abziehen können. Uschi, das wissen wir heute, ist die vielleicht einzig echte Person in Lovemobil. Doch die Szenen, in denen sie mit anderen zu sehen ist, sind gestellt. Dann können wir auch Heiko treffen. Im Film wirkt es so, als wäre er ein Zuhälter. Angeblich sieht er viele Aufnahmen durch uns zum ersten Mal. Melina, was war denn gestern Abend los? Ein Kunde hat sich beschwert. Ha! Weißt du, wie stinker war und wie eklig? Wie eklig stink ich? Bei mir läuft gar nichts. Ich komme hier jeden Tag arbeiten. Läuft schlecht bei mir. Ja, dann musst du dich mir anbieten. Anbieten? Wie ich mich anbiete? Naja. Ich sitze da vorne in diesem Bus und ich warte. Ja. Wir. Ja, wir haben manchmal schlechte Zeiten, das weißt du. Ja, aber du musst mir auch ein bisschen billiger machen von dieser Miete. Nein, das geht nicht. Wie nein, geht nicht? Dann ich geh einfach. Du musst dich mehr anbieten, Mäusin. Nee. Doch. Nein. Ja. Nein, ich geh einfach weg. Die anderen haben auch schon gesagt, die gehen weg. Nach einem Monat, zwei Monaten kamen sie alle wieder. Du weißt doch, auf was du dich eingelassen hast, oder nicht? Was an dieser Szene war echt? Gar nichts. Die Melina ist eine Schauspielerin und ich bin in dem Bereich auch Schauspielerin. Das wurde eigentlich, wir sollten eine Streitszene konstruieren. Gab es ein Drehbuch? Wie kam diese Szene zustande? Wir haben alles ohne Drehbuch gemacht. Nach Vorsage von Frau Elke Lehrenkraus. Wie kam diese Szene zustande? Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Sie hatte mich einen Tag vorher angerufen, in der Nacht hat sie mich angerufen, ob ich am nächsten Tag mit Melina eine Szene drehen könnte. Eine Streitszene. Das heißt, Sie wussten dann, worum es gehen soll? Mhm. Und dann, was gab es noch für Vorgaben? Na nur, dass wir Melina wollte abhauen und ich sollte sie daran hindern oder halt auf sie drauf zu eingehen oder wie auch immer. Heiko erzählt, er habe zwar früher mal im Rotlichtmilieu gearbeitet, aber nicht mehr zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Er dachte, alles sei ein Spielfilm. Ich sollte Barbesitzer spielen und halt den Zuhälter für die Leute. Mädchen. Nur ganz kurz, und was waren Sie im echten Leben? Ich? Hausmeister. Nicht alles, was wir erfahren, können wir nachprüfen. Allerdings gibt die Regisseurin vieles davon inzwischen zu. Die Regisseurin gibt zu, dass die beiden Hauptprotagonistinnen,
im Film nicht in den Laufmobilen arbeiten und nie dort gearbeitet haben. Die Laufmobile habe die Regisseurin selbst angemietet, die Frauen nur für die Drehs dazugeholt. Rita ist eine Darstellerin, keine Prostituierte. Angeblich dazugekommen, weil die echte Rita schwanger geworden sei. Die Freier, Darsteller und Bekannte. Wie immer? Ja. Ja. Okay. Hallo! Szenen wie dieses Gespräch unter Prostituierten nicht echt. Die Frau rechts, eine Freundin der Regisseurin. I just finished with one fucking dick. Ha! Was he like clean or dirty? He was dirty. Oh, as always. I had to tell him, go wash yourself before I, like, you I know. Don't understand. Like, these German men, don't they understand the meaning of hygiene? Such nonsense. Warum hat sie das gemacht? Und warum hat sie es nie offengelegt? Wir wollen mit Elke Lehrenkraus sprechen, haben ihr eine Mail geschrieben und versuchen es noch einmal telefonisch. Es wäre richtig gut, wenn es heute spontan klappt. Also ich glaube, ich bin so ungefähr die letzte Person, mit der du jetzt gerade sprechen willst in dieser Situation. Aber wir machen gerade einen Film über deinen Film. Mhm. Sie stimmt spontan zu, mit uns zu sprechen. Und sie überrascht uns. Denn sie findet das Nachstellen und Inszenieren völlig okay. Es sei künstlerisch und dabei oft wahrhaftiger als die Realität. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, eine Realität verfälscht zu haben. Weil diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, ist eine viel authentische Realität, als dass ich sie mit einem Direct Cinema hätte herstellen können. Trotzdem hat sie es wohl erst mit Direct Cinema, also echten Szenen, versucht. Wir haben sehr lange Zeit mit Uschi verbracht und sie hat drei Wohnwagen an drei nigerianische, also Frauen aus Nigeria vermietet. Und mit mehreren Frauen hatten wir engen Kontakt und mit einer standen dann Dreharbeiten auch an. Und es war so, dass sie dann schwanger geworden ist und sozusagen in ein anderes Leben gegangen ist. Und für mich als Regisseurin dann natürlich die Frage war, drehe ich jetzt mit ihr oder kann das dann später, weil ich wusste auch nicht, was mit diesem Film passiert, ob der irgendwie lange im NDR zur Verfügung steht, habe ich dann die Entscheidung getroffen, dass ich mit ihr nicht weiterdrehen kann, einfach zum Schutz ihrer Person, ihres Kindes und allem. Und dann... Das ist quasi Rita gewesen. Das ist Rita, genau. Die Frau, die Rita spielt, ist selbst im wahren Leben keine Prostituierte. Das würde ich sagen, dass sie das nicht ist. Sie sagt, im Film würde man zwar nicht die echte Rita sehen, aber vieles basiere auf einer echten Geschichte, die dann durch die Darstellerin nachgespielt wurde. Aber als es zur Abnahme des Films mit dem NDR kam, hat sie das wohl nicht erwähnt. Warum hast du die Szenen im Film, die nachgestellt sind, nicht einfach als nachgestellt gekennzeichnet? Beziehungsweise warum habe ich den Film nicht als Mischform warum habe ich diese Momente nicht gekennzeichnet? Das habe ich versäumt. Ich habe versäumt, diese Momente zu kennzeichnen, da ich auch unter einem großen Druck stand, diesen Film fertigzustellen. Am Ende unseres Gesprächs wirkt Elke Lehrenkraus bestürzt. In den nächsten Tagen sprechen wir noch oft mit ihr. Mal sagt sie, sie sehe die Schuld bei sich, mal beschuldigt sie den NDR. Die Frage ist also, ob es hätte jemand merken müssen. Jemand vom NDR. Wir treffen den Redakteur, der den Film betreut hat, Timo Großpietsch. Auch wir von Steuerung F haben schon mit ihm zusammengearbeitet. Die Autorin hat mir gegenüber nie klar gemacht, dass es sich hier um einen Film handelt, der fiktionale Elemente hat, der Darstellerin austauscht, der Szenen nachspielt. Das hat sie mir nie transparent gemacht. Sie hat 2014 einen Vertrag mit dem NDR geschlossen, wo es darum geht, einen Dokumentarfilm herzustellen und keinen fiktionalen Film. Sie stellt diesen Film für einen NDR-Dokumentarfilmplatz her, der der Wahrheit und Realität verpflichtet ist. Die Geschäftsgrundlage dieses Films ist Realität und Authentizität, dass man damit rechnen muss, dass sie mit Darstellerinnen arbeitet und Szenen komplett inszeniert, wenn nicht sogar fast den ganzen Film, das konnte ich mir oder kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es scheint ja so zu sein.
Also hat die Redaktion alles richtig gemacht. Die Frage, die ich mir bis heute stelle, ist immer, wann hätte ich was merken können und müssen? Und das ist eine Frage, die mich auch weiterhin immer beschäftigen wird und jetzt auch in jeder Abnahme begleitet. Die begleitet mich ja eh schon. Aber wo hätte es den Anfangsverdacht geben müssen, frage ich mich immer. Der NDR erklärt uns in einer offiziellen Stellungnahme, Dokumentarfilme müssen die Realität abbilden. Wenn inszeniert, nachgestellt oder mit Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet wird, muss man das dem Zuschauer gegenüber offenlegen und kennzeichnen. Man will den Fall jetzt weiter aufklären und auch dabei gucken, ob Sicherungsmaßnahmen verbessert werden müssen. Gleichzeitig soll das Ganze aber nicht dazu führen, dass man jetzt allen Autorinnen misstraut, weil genau darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, auch eine Debatte anzuregen, was im Dokumentarfilm erlaubt ist und was nicht. Da gibt es tatsächlich konträre Positionen. Wir sprechen die ehemalige Leiterin der Arte-Redaktion des WDR und Professorin für Dokumentarfilm. Jetzt sehe ich Sie. Wunderbar. Hallo Frau Rollberg, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Rollberg war Lehrenkraus Professorin. Sie verteidigt den Film ihres Schützlings. Allerdings haben wir den Eindruck, dass sie nicht alles weiß. Ich finde es eine herausragende künstlerische Leistung, diese Geschichte so künstlerisch umzusetzen. Also, dass das inszeniert ist, ist jedem klar, der den Film sieht. Da ist überhaupt nichts versteckt. Vielleicht ist es hier an der Stelle einmal wichtig zu klären, was wir unter dem Begriff inszeniert verstehen. Weil war Ihnen zum Beispiel klar, dass die Figuren in dem Film Darsteller sind? Das war mir nicht klar. Wenn Sie das schon nicht ahnen konnten, dass das Darsteller sind, wie kann das denn ein anderer Zuschauer verifizieren? Ja, also man sieht halt, dass es inszeniert ist. Also da, ob die Darsteller, das habe ich, auf die Idee bin ich jetzt auch nicht gekommen. Und ich bin, um Ihre Frage zu beantworten, absolut dafür, dass man das transparent macht. Mit welchen Mitteln erzählt man? Und geht es, aber ist nicht genau. Das hat der Lehrenkraus offenlegen müssen, räumt nun auch ihre ehemalige Professorin ein. Trotzdem, unsere Kritik und Fragen findet sie unangemessen, übertrieben. Sie sieht die Schuld beim NDR. Eine Diskussion über Dokumentarfilm wäre bestimmt spannend. Was ist authentisch? Was ist echt? Was muss gekennzeichnet werden? Und wie? Kann man sicher darüber diskutieren. Aber dann nicht nur in der Uni oder auf Filmfestivals, sondern auch hier in Gifhorn. Zum Beispiel mit Heiko. Der dachte, er spielt einen Zuhälter. Sich bei ihm bewirbt. I have a little problem with your color. We have girls aus Ukraine, Poland, Tschechei, Russia. It's a white color. You're black. Sie sind aber streng. Ja, würde ich so auch nicht im richtigen Leben sein oder wie auch immer. Das ist eine direkte Elke-Vorgabe gewesen, wie eine Schwarze sich da im Club bewirbt und wie auch immer. Und ich sollte dann auch direkt auf die Farbe drauf eingehen, was ich im Real-Leben nicht machen würde. Erst später hat Heiko herausgefunden, dass das alles als echt dargestellt wurde. Jetzt denkt ja die ganze Welt, Sie sind der Zuhälter von Milena aus Gifhorn. Mhm. Wie ist das jetzt für Sie? Ja, pff, unangenehm, ne? Ich fühle mich da so ein bisschen hintergangen und verarscht. Das ist nicht real. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass etliche Leute, die da nichts für können, die auch unverpixelt in diesem Film vorkommen, damit reingezogen werden. Wie auch Hermann, ein Kumpel von Heiko, der im Film wie ein Freier dargestellt wird. Ich brauche große Titel. Ich nicht gut Englisch. Tu nichts Deutsch. You like funny Süßes? Ja, hinten, vorne, alles geht. Hermann, hallo, hier ist Nino Seidel vom NDR. Ich habe deine Nummer von Heiko. Ich sollte praktisch als Freier auftreten. Okay, also jemanden spielen, der Sie nicht sind. Genau, richtig. Da geht es ja weiter darum, dass sie bestimmte sexuelle Vorlieben hätten angeblich, sagt dann der Heiko, so ein bisschen lustig, ne, so als Gag. Was davon entspricht denn der Wahrheit? Wie fühlen Sie sich da dargestellt? Ja, als Scheißgirl. Und da gibt es noch ein kleines Problem. Hermann arbeitet an einer Tankstelle. Jede Menge Kundschaft. Was ist das Problem jetzt sozusagen für Ihr Leben in Gifhorn, so wie Sie da in dem Film dargestellt sind? Was ist das Problem?
Das Problem ist, wenn das hier die ganze Kundschaft und so sieht, dann müssen sie ja wunderbar was von mir denken. Da habe ich ein Problem mit. Kurz vor Fertigstellung dieses Films haben wir die Darstellerin von Rita erreicht, die angebliche Prostituierte aus Nigeria. Wir haben über die sozialen Netzwerke die Darstellerin Rita ausfindig gemacht und konnten auch mit ihr telefonieren. Sie lebt in den USA und sie hat gesagt, dass sie das vollkommen in Ordnung findet, wenn in Dokumentarfilmen Schauspieler eingesetzt werden, wenn das Ganze denn nach außen richtig kommuniziert wird. Und die Sache ist, dass sie selbst den Film noch nicht gesehen hat. Und als wir ihr dann gesagt haben, dass das Ganze eben nicht gekennzeichnet ist und dass alle Menschen denken, dass sie echt ist, war sie sehr irritiert und auch überrascht und hat dann gesagt, dass sie das Ganze erstmal mit der Regisseurin klären möchte und erstmal noch nichts dazu sagen will. Es ist absurd. Lehren Kraus sagt, sie habe Darstellerinnen eingesetzt, um die Frauen vor der Öffentlichkeit zu schützen. Aber nun denken alle, die Menschen in diesem Film seien Prostituierte, Freier oder Zuhälter. Ich hatte eine Deadline. Und ich habe auch, ich glaube, ich habe den einen Tag vor Deadline sozusagen fertiggestellt. Also ich habe eigentlich nur noch schlaflose Nächte gehabt. Dann war der Film fertig und da an dieser Stelle habe ich es versäumt, klar zu kennzeichnen. Aber auch aus, vielleicht kann man sogar sagen, aus einer Angst heraus der Redaktion gegenüber, wissend, dass das so nicht akzeptiert werden würde. Bereust du das jetzt? Ich habe es die ganze Zeit bereut. Ich hätte so gerne diese wahnsinnig anregenden Diskussionen geführt und irgendwie ging es nicht. Ich habe einfach den Punkt verpasst. Mittlerweile haben wir erfahren, dass im Zuge unserer Recherchen die Grimme-Preis-Nominierung zurückgezogen wurde. Was glaubt ihr denn? Wäre dieser Film so spannend und erfolgreich geworden, wenn er direkt als Spielfilm gelaufen wäre? Was sagt ihr dazu?